Hey Freunde, willkommen zurück bei London 2012 und zwar den Olympischen Spielen. Es geht weiter mit dem Skischießen, diesen Scheibenschießen, den ganzen Kirchenbummens. Und ja, wir legen mal los. Zwei Runden noch quasi. Und da hat er ihn erwischt, der Papa. Jawohl. Und jetzt die letzte Runde. Oh! Hat noch einen Millimeter gefehlt, ich sag dir. Okay. Ja. So einfach, liebe Freunde. Okay. Gut. Dann machen wir weiter mit Tischtennis. Einer meiner Lieblingssportarten. Nein, Einführung. Ah, hä? Ah, okay. Okay, gut. Next, Italy. Well, the next event's ready to go. Hey, gib mal ein bisschen Gas. China. Gut. Oh, verdammt. Okay. Oh. Was machst du auch, Spaghetti? Oh nein! Komm, Ferrari. Gibt's doch nicht, ey. Oh! Komm, Ferrari. Gib Gas. Ha! Versteht ihr? Jawohl! Geht doch! Geht doch! Jawohl! Nein! Looking to force the errors. Really can't afford to lose any focus now with this rally. Well, we really Come. Have a boiling point now with this rally. Ah. Well, that's game one complete now. Okay, 1-0 für China. Jawohl. Fantastic play on court today. The crowd are on their feet with that point one.
Ah. Sehr gut. He takes the point and I'm sure he takes a lot of confidence from that as well. Komm. Nein, verdammt. Ach, komm schon, Keule. Gibt's doch gar nicht. Nein! Komm! Mein Gott, es kann doch nicht so schwer sein, gegen den Chinesen zu gewinnen. Oh, bist du ein Vogel oder was? Gut. I'm not sure his opponent is enjoying it as much as the crowd are, but he will take the confidence from that point. Ey, bist du doof oder was? This match ends and what a victory. He takes it 2-0. Ja, gut, okay, meinetwegen. Egal. Gehen wir mal rüber zum Volleyballplatz und mal sehen, was da so alles los ist. Buongiorno, Signorita. Okay. Auch wieder so ein bisschen freiheitmäßig. Gut. Okay, vom Prinzip her habe ich es verstanden. Okay. Ich hoffe, ihr auch. Und zwar Italien gegen die USA. Gut. Geh nach vorne. Und geschmettert. Ach komm, was ist Beachvolleyball überhaupt für ein Spiel? Ist doch gar kein Sportart. Wer braucht sowas schon? Sehr gut. Hopp. Hey. What an awesome display of beach volleyball on court today. That's a point one and a point on the board for them. Surf starts now. Can we get a good rally? Und? Haste, haste! Ah! Komm! Sehr gut. Okay. Hol's hier. Oh, den konntest du doch schmettern. Ramazzotti. Nee, nee, den will ich. Und den schmetter ich mal.
Und wieder geschmettert. Auch doch nicht. Ich wollte ihn schmettern. Oh. Und jawohl. Satzball. Jawohl. Okay, 1-0 für uns. Hol ihn dir, hol ihn dir. Oh Gott. Sehr gut. Also, sagen wir mal so, es macht Spaß. Es macht Spaß. Und vor allem würde es Spaß machen, wenn man zu fünft oder zu sechst einfach mal sich so hinsetzt und das mal zusammen einfach mal durchzockt, die ganzen Disziplinen durch. Und es macht auf jeden Fall Spaß. Ob sich jetzt wirklich lohnt, das den vollen Preis zu kaufen, zu bezahlen, ist jetzt fraglich. Aber ja, wer will, wer genug Geld hat und nicht so wirklich auf Spiele 2012, verdammt. Spiele 2012 wartet, so Assassin's Creed und so, wem das scheißegal ist, der, der soll das kaufen, warum nicht? Ist auf jeden Fall ein Familienspiel. Und ein Spiel, wo man sich zusammensetzen kann. Und einfach mal so, oder mit Freunden, mit Kollegen im Suff Wetten abschließen. Und all solche Sachen, es ist auf jeden Fall ein super Game. Oh, verdammt, wie konnte sie den noch kriegen? Ey, bist du doof, oder was? Guckt euch das mal an! Guckt euch bitte das mal an! Jetzt. Was? Na egal, was soll's. War auf jeden Fall schlecht. Und dann passe ich mal zu der und geschmettert. Sehr gut. Matchball. Komm, schmetter den. Sehr gut. Verdammt. Jawohl. Erster Platz. Ich sag's euch, Leute. Wer beim Beachvolleyball gewinnt, gewinnt auch im Leben. Das ist ganz klar. Beachvolleyball ist einer der wichtigsten, besten Sportarten, die jemals erfunden wurden. North Greenwich Arena. Würde ich mal gerne die Einführung sehen. Ah. Okay. Ah, okay. Funktioniert also alles nach demselben Prinzip. Und apropos Prinzip, ich habe jetzt Bock auf Spaghetti und nein. Wir sehen uns in der nächsten Folge, weil jetzt auch die Zeit vorbei ist. Und würde ich mal sagen, bis gleich, liebe Freunde. Haut rein.